Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten und meinem neuen Let's Play. Ich dachte mir einfach, ich habe ein paar Videos im Internet geguckt, Let's Play Videos von Gronkh. Und wie sicherlich viele andere habe ich mir gedacht, versuch's das mal selber. Da habe ich mir gleich mal Prince of Persia ausgesucht. Mir hat das Spiel persönlich immer sehr gefallen. Und ganz ehrlich, mein Laptop schafft kein besseres Spiel mit Fraps in Verbindung. Also dachte ich mir, warum nicht? Und was gibt's noch? Ich habe mir doch hier so einen Zettel gemacht. Ja. Also, mein Nickname. Warum mein Nickname? The Red Demon. Demon wird zwar mit AE geschrieben, aber ich möchte gerne, dass es wie E, also wie das englische Demon ausgesprochen wird. Wenn das in Ordnung ist. So, der Name stammt ganz einfach daher. Naja, den habe ich mir mal nebenbei ausgedacht. Ich dachte, es klingt ganz okay. So, und gleich zu Anfang habe ich nochmal eine ganz wichtige Frage an euch. Nämlich, man sieht hier ja ganz eindeutig, dass das Spiel nur im Verhältnis 4:3 war. Und da haben wir hier diesen schwarzen Rand hier, links und rechts. So, folgendes. Ich habe mich ja vorher mal ein bisschen schlau gemacht. Ja, und da habe ich im Internet etwas von einem Patcher gelesen, der dafür sorgen könnte, dass das auf Widescreen wechselt. Nun war ich mir unsicher, soll ich das nun machen oder soll ich es lassen? Und genau da kommst du, genau du da, der sich gerade eben dieses Video hier angeklickt hat. Wahrscheinlich, weil er keine Ahnung hatte oder nichts Besseres zu tun hatte. Du, genau, kommst jetzt ins Spiel. Weil ich nämlich in euren Kommentaren wissen, ob ich das vielleicht doch benutzen soll. Oder ob wir ja ganz original Prince of Persia spielen wollen. So, und genug Gequatsche. Dann gehen wir mal. Naja. Start mal ein neues Spiel einfach. Und da haben wir schon den Prinzen verwendet bewegen, was, um den Prinzen zu steuern. Das ist mal auch was ganz Besonderes von dem Menü direkt in einer interaktiven Szene. Schauen wir uns dieses Bild doch einmal an. Hier ein wunderschöner Palast, ein wunderschönes verhangenes Fenster, aus dem Licht scheint. Fackeln, die auch wunderschön sind. Im Vordergrund ein paar mittelmäßige Palmen, die sich im Wind hin und her wegen. Es regnet, unseren Prinzen juckt das nicht. Und im Hintergrund ein gigantischer Mond, vor dem... sollen das Vögel sein? Es könnten auch so Flugsaurier sein. Naja, und wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Nein, ich habe das Spiel schon durchgespielt. Ich weiß ganz genau, wie es hier weitergeht. Nämlich, ich muss einfach in das Fenster hier reingehen. Und wir werden schon nach einem kurzen Ladebildung von einer Zwischensequenz empfangen, wo ich jetzt nichts sagen werde. Na komm, Framate. Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Ich aber habe das Antlitz der Zeit gesehen. Und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin und warum ich so spreche. Setzt euch, und ich erzähle euch ein Märchen, wie ihr es noch nie gehört habt. Zuerst wisset, dass ich der Sohn Sharamans bin, des mächtigen persischen Königs. Auf dem Weg nach Azad durchquerten wir mit einer Handvoll Männer Indien, wo die Hoffnung auf Ehre und Ruhm meinen Vater zu einem fatalen Fehler verleitete. Der Visier. Jetzt, mein Sohn! Ich hoffe, ihr erinnert euch eures Versprechens. Die Schatzkammer des Maharajas liegt dort. Seht, wie er reitet. Wie der Sohn eines Kriegers. So, hier bin ich wieder und da liegt er auf dem Maul, aber ich glaube, er will jetzt noch was sagen, oder? Ihr glaubt, ich habe Mitleid verspürt, als ich die Zerstörung sah? Oder ich sei nachdenklich geworden, als ich merkte, wie schnell eine heile Welt in einen Albtraum verwandelt werden kann?
Ihr irrt gewaltig. In diesem Moment hatte ich nur eines im Sinn. Ich wollte in meiner ersten Schlacht für meinen Vater Ruhm und Ehre erringen. Interessanter Wunsch. Ein ganz böser Bube. So, und hier haben wir nun die Kontrolle über den Prinzen. Ja, und unten wieder das Tutorial. Verwendet Bewegen, wer ist die was? Um den Prinz zu steuern. Verwende die Kamera an sich, Maus, um die Kamera zu steuern. Das funktioniert ja ganz gut. Wegzoomen, ranzoomen, wegzoomen, ranzoomen. So, und nun haben wir die Kontrolle. Meine kleine Anmerkung, ich habe das Gefühl, man beginnt in sehr vielen Spielen damit, dass man auf der Schnauze liegt. Ich weiß nicht wieso, vielleicht kommt es auch nur so vor, aber es wird wahrscheinlich gerne benutzt. Gleich mal eine Interpretation. Vielleicht liegt es daran, dass die Macher wollen, dass genau in diesem Moment der Spieler in die Spielfigur eintaucht. Ja. So, gehen wir. Treffer versenkt! Super. Und nicht nur, dass es ein Volltreffer war, er hat sie auch noch geradezu pulverisiert. Nee, Moment, hier liegen sie noch alle noch. Tja. Oh, der. Voll auf der Fresse. Naja. Gehen wir mal weiter. Hier die Treppe hoch. Hier diesen Schutt hoch eigentlich, der praktischerweise wie eine Treppe geformt ist. Hier. So guter Prinz klettert ganz von alleine nach oben. Wupp und wupp und wupp. Und hier. Lauft auf den Rand zu und drückt auf Springen. Leer. Um zu springen. Irgendwie logisch. Und ein weiter Sprung und... weitere grauenhafte Bilder. So, und hier nun. Wand hochlaufen. Lauft auf die Wand zu, wobei ihr die Taste Spezialaktion Rechtsklick gedrückt haltet. Das ist wahrscheinlich das Besonderste, das Beste, was der Prinz überhaupt kann. Das kann kein Nathan Drake, das kann keine Lara Croft. Das kann nur er nämlich gegen sämtliche Gesetze der Physik verstoßen. Und erstmal 5 Meter an der Wand hochrennen. So. Macht's ihm erstmal nach. Und hier, drückt auf die Kameraansicht R für die Ich-Perspektive. Schalten wir mal auf Ego-Sicht. Wobei man sich dann nicht bewegen kann. Oder auf alternative Ansicht Q für Weitwinkelsicht. Ja, so kann man den ganzen Ort überblicken und sich mal anschauen, wo es denn lang gehen könnte. Ah, Weitwinkelsicht. Verwende die Kamerakontrolle-Maus, um rein oder raus zu zoomen. Drückt auf alternative Ansicht Q, um zur normalen Ansicht zurückzukehren. Das machen wir jetzt. Und weiter geht's. Hier sehen wir wunderschön platzierte Waffen, die wir mal gleich zu Streichhölzern verarbeiten. Das kann auch niemand sonst. Der Prinz ist nämlich... dass die Leute immer so viel Schwein in den Spielen haben, dass die von sowas nicht erwischt werden. Nein, der Prinz hat nämlich einen besonders heftigen Schlag drauf, da zerfallen solche Gegenstände einfach mal zu Streichhölzern. Hier. Oder hier. So, und wieder leer drücken, um zu springen. Sprung geschafft. So, und hier wieder zerstörbare Gegenstände. Einfach mal alles kaputt machen. Ja, der Metall, das Metallding zerfällt auch in Holzstückchen. Genau. So. Gut. Ich glaube, da ist kein Problem mehr. Und hier, wieder Sprung. Und wieder die Kameraperspektiven. Und, ist das einer von unseren? Auch ein Treffer. Mal so nebenbei. Diese Rüstung, die lädt doch geradezu ein, hau mir auf meinen Kopf. Es ist wie in diesen Spielen, wo die Gegner, wo die verwundbaren Stellen der Gegner rot leuchten oder so. Naja. Weiter tot. Wie ist der überhaupt hier hochgekommen? Meine Frage, wie kommt der hier hoch? Naja. Wieder Zerstörung. Zerstörung. Zerstörung und Zerstörung. Ich glaube, in den Fässern war später noch was drinne. Weiß aber nicht mehr so genau was. Hier ein paar Grasbüschel. Die Liebe zum Detail. Naja. Das Spiel ist ein wenig älter. Ich glaube, es war von 2005. Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt. Und hier betreten wir den Innenraum dieses umkämpften Palastes. Und zerstören wiederum die Inneneinrichtung. Aha. Drückt auf Schwertangriff, Linksklick, um das Hindernis zu zerschmettern.
Oh nein, ich wollte mich eigentlich an das Tutorial halten und nicht vorher irgendwas anderes machen, was noch nicht gesagt war. Naja, das ist nämlich so ein Spiel, wo man halt eigentlich alle Aktionen von Anfang an kann und die nicht erst lernen muss. Ich weiß nicht, ob Assassin's Creed euch ein Begriff ist. Der erste Teil, der hatte so diesen Effekt, du hast am Anfang alles frei und dann hat man dich degradiert und dann darfst du plötzlich nicht mehr. Du darfst doch nicht mehr kontern. Das war etwas merkwürdig. Naja, und hier diese äußerst große Blockade räumen wir mal aus dem Weg. Ah, und da haben wir den ersten Turbanträger. Komm her, Flitzpiepe. Hat er mich nicht eben gerade gesehen? Warum ist er gerade einfach weitergelaufen? Aha. Drückt auf Schwertangriff Linksklick, um anzugreifen. Haltet die Taste für Spezialaktion Rechtsklick gedrückt, um zu blocken. Drückt auf Springen leer plus, also leer plus bewegen, wasst, um euch zu ducken. Hier. Oder auch einfach mal drüber. Ich hätte jetzt zuschlagen können, aber das habe ich mal gelassen. So. Hier mal etwas, was das Tutorial auch ganz spät sagt. Das Kontern. Das soll ja. So, und den verprügeln wir jetzt mal einfach. Und so haben wir den ersten Gegner niedergeprügelt. Da werden noch viele andere kommen und nicht jeder wird so einfach sein. Hier meine Ansicht in den Innenraum des Ba... Jetzt nichts Falsches machen. Drückt auf Springen leer, um einen Vorsprung zu erklimmen. Drückt auf Abbruch C, um loszulassen. Soll ich mal auf C drücken? Nein, das mache ich nicht. So. Man sieht übrigens wunderschön im Hintergrund, wie die sich hier prügeln. Das Tor war zu. Wie kommen die hier rein? Naja. Und erneut die Bank zertrümmert. Das Fass zertrümmert. Ich hätte mir meine Uhr bereitlegen müssen. Ich habe da nämlich nur ganz begrenzt Zeit, weil meine Festplatte extrem klein ist. Ich weiß nicht, ob ich das rausschneide, aber ich muss mal ganz kurz eine Uhr holen. Entschuldigung.